Ja, moin Leute und herzlich willkommen aus Prag. Ja, ihr seid überrascht, es ist mal nicht Rostock. Nein, ich war im Mai nämlich im Kurzurlaub in Prag. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon da bin, dann muss ich natürlich da auch eine Strecke fahren. Ist ja logisch. Ja, und die präsentiere ich euch jetzt hier mit. Und ihr könnt gespannt sein, weil ich bin mit Karts gefahren, die ich vorher noch nie gesehen habe. Gut. Was soll ich denn am Stück fahren? Wer denn? Ja, aber vielleicht kriege ich dann verschiedene Karts. Also das ist schon nicht so blöd, vielleicht drei verschiedene zu fahren. Ja, ohne Mist, das ist echt schön hier. Und den Lotus muss ich fotografieren. Den Lotus. Das ist nett. Bloß nicht dran gewöhnen, ne? Oh, du kannst dich doch überall hinsetzen. Ja, aber ich möchte Sting hinsetzen. Bring ich nicht Sting? Nein. So, ich bin hier. Jo. Jo. Jo, wer sich fragt, wer das nette Mädel da ist, das ist meine beste Freundin. Und ja, mit der war ich zusammen da in Prag im Urlaub. Sie wollte leider nicht mitfahren, aber ja, ging auch alleine. Only 10 minutes stint. Ah. Mat, ja, 3. Ja, 3 times. Where are you from? Germany, Rostock. I'm living 1 year in Hamburg. In Hamburg? You little bit speaking German? No. No. Okay. To byl problém, že Hamburg, I speak English. Yeah, okay. Ale little bit, to je už dávno. Yeah, no problem. Tak si dám. Tak. Yeah, no. Sorry. And this road 5, but sume 7. 5 car. This, pak 7. I don't know. All cards? Yeah, really? I like 7. This is better than this? 7, new motor. Ah, yeah, after 10 minutes? 10 minutes. I used this one then. After the first stint? We changed the card? Yeah, yes. Yeah? Yes, okay. Yes, no problem. No. Also first this card, then this card. Yes. A moment. Den hier? Tady, da. Wo? Hier? Tady, der hier. Now, tak, yes. Okay. Ja, ist okay. Ja. Cool. Ja, I know. Ah, no. Ah, yes. Ah. Okay. Ja, ihr merkt schon, Englisch kann ich nicht. Er aber auch nicht. Und deswegen war das so ein bisschen mit Hände und Füße kommunizieren. Aber es ging ja auch. So, während ihr euch jetzt hier einmal die Strecke anguckt, ne, ich bin ja einmal hier, ja, erste Runde, muss man erstmal gucken, wo es lang geht. Ja, während ihr euch das hier einmal anguckt, erkläre ich euch einmal, oder sage ich euch erstmal, dass die Strecke 930 Meter lang ist. Das ist schon recht lang, also ungefähr eine Minute pro Runde. Und ja, das ist ein Kart, mit dem ich noch nie gefahren bin. Das ist weder irgendwas von Rimo, noch irgendein Sodi. Das ist ein OK-One, also ein Orange-Kart. Soweit ich recherchiert habe, sind die Dinge aus Italien. Ja, und die haben wohl 210 Kubik und sollen 10 PS haben. Und ja, mit dem habe ich mich jetzt hier erstmal durch die Strecke geboxt. Ich werde euch jetzt immer mal, ich bin 5 Stints gefahren, immer nur die schnellste Runde da zeigen, weil ich war allein auf der Strecke, ist sonst alles ein bisschen langweilig. Ja, und die Strecke bestand jetzt aus 2 Teilen, einen schnellen Part. Ihr habt auch gesehen, das ist einmal Indoor und Outdoor. Ja, da gab es vor allem der Outdoor-Teil ist mehr so der schnellere und jetzt seht ihr, der letzte Teil der Strecke in der Halle ist ja so ein bisschen schwieriger und langsamer.
So, das ist jetzt im ersten Stint meine schnellste Runde. Da fahren wir jetzt mal gemeinsam nochmal mit. Ja, und das ist hier eine Kurve, die habe ich bis zum Ende nicht so ganz verstanden, wie ich sie am besten fahre. Dann haben wir hier mit dem, ich sag mal jetzt, den drittschnellsten Teil in der Strecke. Die Kurve ist sehr interessant. Ging es auch darum, die Drehzahl nicht wirklich zu verlieren. Das war jetzt hier so ein Knick, ein bisschen mutig sein. Habe ich am Anfang mir noch ein bisschen schwer getan. Auch hier könnte man mit mehr Speed noch rumgehen. Ja, und hier muss man aufpassen, dass man Meter spart. Hier habe ich ordentlich Meter verloren. Und ab jetzt kommt gleich der Part, wo man wirklich darauf achten musste, dass die Drehzahl nicht in den Keller geht, weil hier konnte man wirklich auch Sekunden verlieren. Also nicht Zehntelsekunden, sondern richtig Sekunden, wenn man das falsch angegangen ist. Ja, vor allem eben der Part, der eben war. Und jetzt ab hier wird es nochmal noch schlimmer. Das sind viele 180-Grad-Kurven. Da musste man sich schon immer so clever positionieren, dass die Drehzahl nicht wirklich in den Keller geht. Ja, die erste Zeit war eine Minute und zwei Sekunden und noch ein paar zerquetschte. Ja. Aber er hat schon angedeutet, der Rennleiter da ja, dass wir jetzt gleich noch ein anderes Kart nutzen werden, nämlich sein Lieblingskart. Ja, und da war ich ja jetzt natürlich schon gespannt. So, ich heb wie immer die Hand, wenn ich in die Box gehe. Er kannte das jetzt nicht so unbedingt, war ein bisschen verwirrt erst. Ja, ich frage jetzt natürlich noch, wo ich hier hinfahren soll. Ja, und jetzt quatschen wir wieder ein bisschen gebrochenes Englisch. A very, very long track. Yeah, it's a very long track to remember every corner. Difficult. Tam są detale, ale te new motor. And new engine. New. Ah, okay. Whoa. And better tires. My favorite. Yeah. Rono, jo? Hm? Net, jo? Yeah. Oh, okay. Okay. No problem. No problem. Moment. Moment. 1 minute motor. Cool. Yeah, okay. No? Okay. 1 minute just. Yeah, no. Okay. No. Ja, ich war noch überhaupt nicht zufrieden mit der Runde, die ich da gefahren bin im ersten Turn. Aber wenn er schon der Meinung war, dass das gut war, dann wollte ich ihm jetzt natürlich noch zeigen, dass es noch besser geht. Und was wir da in Rostock eigentlich so lernen. Ja, wie gesagt, habe ein bisschen Werbung gemacht. Wir haben ja den gelben Streifen auf dem Helm. Und ja, ich hatte mein Marostock-T-Shirt an. Genau, ich sollte erst ein bisschen langsamer machen. Motor ist neu und ne, kalt und finde ich auch cool, dass sie da drauf achten. Denke mal nicht, dass das jeder Kunde da so macht, aber ich habe mich dran gehalten und jetzt befinden wir uns aber schon wieder auf meiner schnellsten Runde. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt wirklich so viel mehr bringt, mit einem anderen Kart zu fahren. Na gut, man wird ja auch besser, weil man die Strecke immer noch mehr kennenlernt. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also kann man jetzt nicht alles aufs Kart schieben. Oh, ich wurde hier auch viel mutiger schon. Und ihr seht ja auch hier, gut, immer noch Meter verschenkt, aber das Ganze schon ein bisschen besser gemacht als vorher. Hier bin ich auch vorhin viel größeren Radius gefahren, wo ich Meter verloren habe. Also ist nicht alles aufs Kart zu schieben, dass die Runde jetzt eventuell besser wird, sondern ich habe mich natürlich auf der Strecke auch eingefahren. Ja, das ist ja ganz klar. So, hier wieder der schwere Part. Hier hätte ich auch wohl noch ein paar Meter sparen können. Aber ich habe halt alles versucht, um so flüssig wie möglich diese Kurven zu fahren, um halt ja die Drehzahl, wie gesagt, nicht in den Keller rutschen zu lassen. Und ihr seht schon, ja, eine Minute und nur noch 7/10, also ja, 2 Sekunden schneller geworden. So, und jetzt sind mir schon die Karts gegenüber aufgefallen. Die wollte ich natürlich auch noch ausprobieren, wenn ich schon mal in Prag bin.
kaputt? Müssen wir manual. Ah, da, da, da. Can I use this one nochmal? Wie heißt das? Again? Seven, seven, yeah. Seven. Seven is good, oh? Good time. Yes? Very good time. I try under a minute. this faster? Two roads about one, two. Yeah. 1 minute. Okay. 1 second. Josh, okay. Okay. Back. This car. This car is faster. It's profi, no? It's okay. This one, seven? One round. Again, one round with this one or with this one? Oh. Ja, komm du mal her, er versteht mich nicht. Ich sag, er versteht mich nicht. Kann sein, dass du gleich mal übersetzen musst. Na, er hat mir gerade verraten, dass die noch schneller sind. Aber er will jetzt bestimmt fragen, ob ich damit fahren darf. Weil eigentlich brauche ich eine Lizenz dafür. Ja, okay. Yes. I say time. 1 minute. Mhm. Park, no problem. Okay. Under 1 minute? Under 1 minute. Mhm. 1 second. Er soll eher sonst mal auf Tschechisch da reinschreiben. Mach mal Tschechisch zu Deutsch. Sorry, my English is. Ja, no problem. My English isn't better. Was möchtest du denn wissen? Na, er soll mir jetzt sagen, was ich machen muss, damit ich die Dinger fahren darf. Die sind noch mal fast 3 Sekunden schneller. Aber ich kann mit dem auch, wenn ich mal eine gute Runde hinkriege, unter einer Minute fahren. Und ich will wissen, ob ich unter einer Minute fahren muss dafür oder nicht. Hättest du das die Frage lieber einmal reinballern sollen ins Telefon? Ja, kann ich ja gleich noch machen. Er soll mir jetzt erklären, was ich machen soll. Okay. Aber in 10 Minuten auch. Oh, aber. Also da hinten der Teil, der langsame Part, das ist richtig schwer. Sieh mal nicht so eine Führung. Hey, ich sehe so aus, tut mir leid. Meckert sie wieder. Mir gar nicht. Ich finde, dass du Spaß hast. Eben gerade sah das so aus wie der Grinch. Ja. Schreib dein Gedicht, oder? Geil. 2 Runden unter 1,1. Kann ich die großen fahren? Okay. No problem. No problem. No problem, okay. Very good time. Okay, thank you. Danke. Ja, nach langem Hin und Her, obwohl er es mir eigentlich schon richtig erklärt hatte, ich nur wieder nichts verstanden habe, weil ich kein Englisch kann. Ja, geht's jetzt auf die Strecke und ihr habt's gehört, ich muss nur 2 Runden fahren unter 1 Minute und 1 Sekunde. Ich bin 9 Runden gefahren. Ja, ich spoilere euch das gleich. Na, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn ich es eben schon geschafft habe in Turn 2, dass ich es jetzt in Turn 3 vermutlich auch geschafft habe. Ja, also ich bin 9 Runden gefahren, das wollte ich euch jetzt eigentlich gleich erzählen. Ich mach's aber jetzt schon. Von den 9 Runden bin ich 7 mit Abstand unter 1 Minute und 1 Sekunde gefahren. Ja, also war gar kein Problem. Ja, lernt man in Rostock auf jeden Fall dann doch schnell fahren. Das kann ich euch versichern. Ja, also der Kollege von dem Kollegen, also von dem Rennleiter da eben, die haben auch alle schon geguckt, was ich da hinzauber. Man muss natürlich auch ehrlich sein, ich wiege natürlich nur 70 Kilo, ne? Das macht natürlich auch viel aus. Aber soll wohl schon ganz gut gewesen sein, was ich da gemacht habe mit dem Kart. Ja. Und die beiden Runden, wo ich es nicht unter 1 Minute, 1 Sekunde geschafft habe, war die erste und die zweite. Nach Ausfahrt der Box. So, und jetzt seht ihr schon, ich ärgere mich letztendlich, weil ich es nicht unter 1 Minute geschafft habe, aber ich war nah dran. Ja, zeige ich Cindy auch gleich, so heißt meine beste Freundin da, dass das sehr knapp war. It's allow to drink 1 beer. No, yes, no problem. 1 beer and then drive. No problem. Okay. Ja, es gibt Kartbahnen, das nicht erlaubt ist.
Okay, thank you. No problem. Komm mal mit, mein Mann. Wie sehr haben Sie sich gelangweilt? Übrigens, wenn ihr vielleicht irgendeinen Weg sucht, mich zu unterstützen, dann habe ich da eine Idee, und zwar meinen eigenen Merch-Shop. Dann könnt ihr gerne raufgehen, Link habe ich in der Videobeschreibung niedergeschrieben. Und wenn ihr nicht wisst, was ich denn da so für Designs habe und Produkte, dann guckt euch das gerne jetzt hier nochmal an, wo ich darauf geklickt habe. Da geht ihr nämlich am besten auf alle Designs. Zum Beispiel das Design, was euch am meisten zusagt, und dann ploppen alle Produkte, die ich in meinem Shop anbiete, auf, und dann könnt ihr euch da was aussuchen. Ja, wenn euch das vielleicht irgendwie alles nicht so gefällt, gar kein Problem, dafür gibt es den Reiter Personalisieren, dann klickt ihr da einfach rauf. Ich habe jetzt hier das Beispiel, das Cappy zum Beispiel mit Ja Moin Leute, mein Begrüßungstext in jedem Video. Und dann seht ihr schon, ihr könnt hier jede Seite auswählen und ihr könnt hier links im Reiter zum Beispiel eigene Dateien hochladen, einen eigenen Text draufschreiben oder aus meinen Designs was auswählen, was euch besser gefällt, oder rechts die Farbe des Cappys ändern. Da ist euch keine Grenze gesetzt. Oder wenn ihr gar kein Cappy wollt, dann könnt ihr auch oben links zum Beispiel auf Produkt gehen und dann werden euch alle Produkte, die es gibt, angezeigt und dann könnt ihr, ja, je nachdem, wie ihr es mögt, alles selbst gestalten, wie zum Beispiel auch Autoaufkleber, was es nicht alles gibt. Wenn euch aber das Design zum Beispiel von eben nicht gefällt, gibt es natürlich auch andere wie Life is too short for driving slow. Das ist vielleicht für die Männer auch nicht so verkehrt. Ja, oder ihr nehmt einfach mein bekanntes Logo und macht indirekt Werbung für mich. Das würde mich natürlich umso mehr freuen. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Shop. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und wenn wir in Zukunft die gleichen Klamotten tragen. Jo, da sind wir wieder zurück. Ihr habt's gehört, ab zum Shop und kauft fleißig ein. So, und jetzt darf ich endlich die Profi-Cards, wie sie gesagt haben, fahren. Mannfilter. Ja, hat aber ein bisschen gedauert. Die werden nicht oft bewegt, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Deswegen warte ich hier noch ein bisschen und sehe aber auch gleichzeitig, dass da noch ein Heimfahrer gleich mitfährt. Was ich ziemlich gut finde, ist, weil bei denen kann man immer ganz gut was abgucken, um vielleicht noch irgendwie eine Kurve besser zu fahren und auf geilere Zeiten zu kommen. Ja, das ist ein Tillotson-Kart. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Kart, die werden wohl in Irland gebaut. Ich erzähle gleich noch mehr dazu. Erstmal hören wir den Sound. Ah, ihr hört schon, die klingen ein bisschen böse als das, was wir da eben gefahren sind. Das ist ein Kart mit 230 Kubik und 17 PS soll das Ding haben. Joa. Die ganze Abdeckung und Verkleidung ist alles nicht dabei, alles schön gewichtsreduzierend. Habe ich mich jetzt mega drauf gefreut, was das eigentlich für ein Kart ist. Vorher noch nie gesehen oder gehört von. Ja, aber umso mehr wollte ich jetzt wissen, was man damit so reißen kann. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon erwähnt hatte, aber die Karts werden wohl in Irland gebaut. Die haben auch noch andere Karts da, die Kinderkarts, die haben auch immerhin 5 PS. Aber habe ich jetzt leider kein Kind drauf fahren sehen. Und ich wollte es nicht, bin ich ehrlich. So, genau. Und ich bin direkt raus. Wie gesagt, der Stammfahrer, oder sagen, ja nicht Stammfahrer ist das falsche Wort, sondern eher der Heimfahrer, ist mit mir mitgefahren. Und jetzt habe ich auf ihn gewartet, weil ich wollte gucken, wie er so fährt. Er bedankt sich. Ja, und jetzt hüpfen wir auch direkt in meine schnelle Runde. Und ihr seht direkt, dass es hier schon ein anderer Schnack ist, als mit dem Kart, was wir eben hatten. Und hier musste ich auch schon ein bisschen eher gucken, wie ich so eine Kurve anfahre. Und jetzt wird auch die Gegengerade von dem Außenbereich hier gleich zu einer kleinen Mutprobe. Nämlich das Stück hier. Das kommt jetzt hier auf Kamera gar nicht so rüber, aber da habe ich überlegt, ob ich da kurz lupfe oder nicht. Weil ich das Gefühl hatte, ich muss hier so ein bisschen Risiko gehen. Und wenn ich da rechts einschlage oder nur antippe, dass ich dann wahrscheinlich die Hallenwand danach wegramme. Ja, aber ist ja alles gut gegangen. Konnte das Risiko eingehen und mir ist nichts passiert. Sonst würdet ihr mich jetzt nicht mehr hören. So, und ihr seht auch, dass das Kart auch ordentlich Grip hat. Und ich musste echt gucken, dass ich nicht zu schnell in diese engen Kurven hier reinfahre und anfange zu stempeln. Hier seht ihr, ist mir nicht ganz gelungen.
Und deswegen, gut, wir haben jetzt noch keinen Richtwert, aber es war nur eine 56,8. Und ich sage nur, weil der Heimfahrer 3/10 schneller war als ich. Ja, erwartet man natürlich von einem Heimfahrer, dass der schneller ist. Und jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, dass ich vermutlich 20 bis 30 Kilo leichter bin als der andere. Ja, also geht natürlich noch einiges. So, jetzt sollte ich eigentlich weiterfahren. Hab jetzt aber nichts verstanden wieder. Und wenn er anzeigt, der Heimfahrer, ich soll das machen, mache ich es. War mir immer noch nicht sicher, deswegen trödel ich hier so ein bisschen. Hab dann aber irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf. Hackengas. Also rein in den letzten Turn. Und da wollte ich jetzt nochmal alles wissen. Ja, und wir hüpfen direkt rein in die schnellste Runde, die ich an dem Tag hingelegt habe. Und wie viel das wert war, sage ich euch gleich noch. Ja. Wir gucken ganz genau hin. Das Ding habe ich jetzt richtig top genommen, finde ich. Hier auch schön eng. Geht natürlich immer noch 1 cm mehr, hier auch. Und auch hier geht immer noch ein bisschen mehr. Aber ich war jetzt mit der Stelle schon mal ganz gut zufrieden. Auch hier schön eng gefahren. Das Ding auch. Hier auch ein bisschen mehr raustragen lassen als vorher, weil ich gemerkt habe, ich habe ein bisschen Drehzahl sonst verloren. Hier verliere ich ein paar Meter. Ja, und hier fange ich wieder an zu stempeln, weil ich wieder doch einen Tick zu schnell war. Und hier hat es mich fast schon rausgetragen zu weit. Habe ich vermutlich auch nochmal 1/10 verloren. Ja, aber gut. Für die Zeit, die ich jetzt da gefahren bin, war das alles gar nicht so schlecht. Und ich habe die Zeit von eben nochmal um einige 1/10 pulverisiert. Bin eine 56,1 gefahren und damit fast 4/10 jetzt schneller als der Heimfahrer. Damit war ich jetzt dann doch zufrieden. Kann ich mich nicht beschweren, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall zu empfehlen, vor allem mit diesen Tillotson-Karts, oder wie sie heißen, macht richtig Bock. Ja, also hin nach Prag und Spaß haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt sagt mir der Rennleiter von vorhin nochmal, das war mega geil. Ihr seht es jetzt eingeblendet. Jo, bin Profi. Habe ich mich natürlich mega drüber gefreut. Ja, ich hoffe, ihr hattet immer Spaß bei dem Video. Das war jetzt mal ein etwas ruhigeres Video wieder, wo ich mal alleine gefahren bin. Ihr konntet eine neue Strecke sehen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ich mal hinkommen soll. Vielleicht mache ich es möglich und vielleicht sehen wir uns dann da auch. Ja, und bis dahin lese ich mir eure Kommentare durch. Sehr fleißig. Und warte, bis wir das nächste Video fertig haben, das nächste Woche kommt. Ja, und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.